Hallo zusammen, hier ist euer Robert. Und die Sabine. Hallo. Ja, wir müssen dieses Video etwas stark improvisieren, denn wir sind gerade an der Seepromenade hier in Locarno. So eine Aussicht haben wir aktuell. Haben gerade unser Frühstück hier gegessen, denn ihr werdet es nicht glauben, aber unser Van ist da. Also wirklich vor 10 Monaten bestellt, jetzt ist er gekommen, halt wegen Corona und allem und der Nachfrage offenbar. Aber jetzt ist er da, mit 5,30 Meter Länge und ja, passt sehr gut. Die Campingbox haben wir schon, also das Auto haben wir seit ziemlich genau einer Woche und die Campingbox seit 1-2 Monaten. Ja. Da wir sie auch gleich in der Tschechischen Republik abgeholt hatten beim Hersteller, weil wir da auch waren in Brünn, und zwar mit dem Motorrad an der Rennstrecke. 4 Tage lang Motorrad fahren, das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Ja, jetzt haben wir die ersten 2 Nächte im Van verbracht mit der Campingbox. Mhm. Es ist nicht alles so gelaufen wie geplant, es liegt aber nicht am Auto oder so, sondern an der Situation hier in der Schweiz. Mhm. Aber ich glaube, es ist überall so. Denn wir sind am Freitag etwas früher losgefahren. Zuerst wollten wir ins Ausland, haben wir uns unentschieden, wir bleiben doch in der Schweiz. Mhm. Darum Locarno, genau. Hier im Tessin, wo Italienisch gesprochen wird, da wachsen Palmen und so. Kann ich vielleicht auch schnell ein paar zeigen. Ja, so sieht es hier aus und das Klima ist halt sehr angenehm. Und ja, aber das Problem war, wir sind schon um 5 Uhr hier angekommen, wollten hier im Campingplatz einchecken, alles ausgebucht. Die hatten am Freitag dann über 400 Check-ins. Telefon hatten sie schon seit Tagen nicht mehr abgenommen. Und da haben wir alle Campingplätze hier in der Umgebung, sind waren etwa 10 Stück angerufen. Ein paar hatten gar nicht abgenommen, die anderen hatten zum Teil eine Tonbandansage. Dass sie ausgebucht sind. Genau, das hattest du dann vor allem dann. Mhm. Oder sie waren einfach wirklich ausgebucht, keine Chance. Und auch die Hotels hier, komischerweise, ziemlich ausgebucht. Mhm. Und für 2 Nächte, also nein, für eine Nacht, 300 Schweizer Franken, sind ja auch knapp 300 Euro. Ja, wollten wir nicht sagen, weil wir haben ja einen Camper, mehr oder weniger jetzt, genau. Temporär mit der Campingbox. Wenn wir sie rausnehmen, normaler 7-Plätzer. Und das ist auch gut so. Mhm. Denn vor einer Woche, als wir das Auto abgeholt hatten, zuerst zu meinen Eltern nach Graubünden in die Berge, mit ihnen unterwegs gewesen, die waren auch sehr positiv überrascht, sehr bequem, leise, ja, cooles Auto. Mhm. Und ja, am besten wir erzählen euch jetzt ein bisschen so, weil ich habe ein paar Aufnahmen gemacht. Platz hatten wir genug. Genug, ja. Zwei, super. Ja, also vorig Platz. Also genügend. Wir wollten zuerst noch unsere Velos oder Fahrräder mitnehmen, hatten darauf verzichtet, da man hier die 2. Nacht von Samstag auf Sonntag übrigens konnten wir dann auf dem Campingplatz übernachten, war auch viel besser. Konnte man auch dort Fahrräder mieten, dann eben 3-5 Minuten bis hier ins Zentrum von Locarno. Das war super. Ja. Und übrigens die 1. Nacht hier an der Seepromenade. Ja. Parkiert für 2 Schweizer Franken, wobei die Nacht wäre sogar kostenlos. Und übernachtet, wir hatten die Polizei gefragt, ob es ausnahmsweise okay wäre. Und hatten die Erlaubnis gekriegt. Und wir hofften aber, dass die Stadtpolizei nicht noch einmal kommt und uns aufweckt und so. Ich hatte sowieso viel zu wenig geschlafen. Weil eigentlich ist das ja in der Schweiz nicht erlaubt. Grundsätzlich nicht. Ja. Doch, es gibt ja Aargau, ja, genau. Und so. Und Nidwalden, glaube ich, wo es grundsätzlich erlaubt ist in den Kantonen, aber die Gemeinden können es trotzdem verbieten. Also ein Riesenchaos. Ich habe keine Karte im Internet gefunden, wo man sehen würde, wo es erlaubt ist und wo nicht, wild campen. Aber gut, die 1. Nacht recht abenteuerlich, aber das Coole war, man wusste, hey, man hat ein Bett. Ja, ja. Auch wenn man nicht weiß, wo man das Auto hinstellt. Okay, und die 2. Nacht war wirklich super. Gepackt. Wir haben die ersten 2 Kapitänsplätze rausgenommen, weil die brauchen wir ja nicht und damit sie auch nicht im Weg sind. Und es hatten wir wirklich mehr als genug Platz, auch ohne die Fahrräder dann. Natürlich kam die Kühlbox, die Dometic dazu, die ich mal gereviewt habe. Ich verlinke es euch oben. Und auch die Yeti natürlich, Lithium.
um die Kühlbox zu betreiben. Das war überhaupt kein Problem. Ich habe auch das Nomad 100 Solarpanel mitgenommen, auch mal versuchsweise, weil wir waren nicht so lange dann am Campingplatz, also vor Ort, wir waren dann fast immer in der Stadt, einfach mit Saugnäpfen dran gemacht, Dach aufgemacht und dann kann man die 50 Watt am MPPT-Laderegler rein. Herziger Hund. Und ja, das war wirklich super, hat gut funktioniert. Die Campingbox sind wir sehr zufrieden. Sabine hat auch schon das erste Mal gekocht. Ja, ist auch wirklich fein gewesen. Sie hat auch ein bisschen natürlich zu Hause vorbereitet, schon mal zur Sicherheit, damit es nicht so lange dauert. Es ging gut. In der Campingbox selbst hatten wir auch, oder haben wir auch mehr als genug Platz für das Besteck, Geschirr und das Zeug, auch für die Pfannen. Ist erstaunlich. Ja. Ja, zum Schlafen, die Matratze ist ja nicht so dick, ich glaube nur etwa 10 cm, sieht man es, ja. Aber war sehr bequem. Ja. Gut. Ja, wir hatten war hier gerade Aktion, so einen Bettbezug hatten wir noch gekauft. Finde ich irgendwie angenehmer, war auch angenehmer für mich zumindest. Ja. Und wenn es dann dreckig wird, kann man es auch abziehen, waschen, ist natürlich ein bisschen einfacher, als die Matratzen da zu waschen. Es geht sicher gut, aber keine Lust. Und ja, ansonsten so? Ja, wir haben auch viel erlebt, viel Gutes gegessen. Ja, viel Live-Musik. Nein, gegessen? Nein, ich nicht. Ja, nein. Doch, den Coup von gestern. Den Coup, halt. Also sie meint die Eiscreme, ja, aber dafür kein Abendessen fast. Nein, also, ich weiß. Nein, hat gepasst. Also ich habe kein schlechtes Gewissen, sie scheinbar schon. Ja. Naja, und nein, viel Live-Musik. Kann ich hier auch ein bisschen einblenden. Die Live-Musik vor allem gestern war wirklich mega cool. Ja, war super. Ja, und falls ihr Fragen habt, sei es zum Auto oder zur Campingbox, einfach in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht gibt es auch separate Videos dazu. Es gibt sowieso noch mehr Videos. Dann in Zukunft, in naher Zukunft, weil jetzt ist eben alles da. Jetzt kann man es auch verwenden und Erfahrungen teilen. Und übrigens vielleicht noch zum Auto. Wir haben ja uns für den Citroën Space Tourer in der XL-Variante entschieden, also die ganz lange. Wir sind auch sehr froh darüber, weil der Wendekreis und so ist genau gleich wie bei der mittleren Variante. Und man hat doch die 30 cm mehr Länge. Und das merkt man schon, denke ich dann, wenn man den Platz wirklich braucht. Und ja, es ist übrigens das gleiche Auto wie der Peugeot Traveller, der Toyota Pro Ace Varo, glaube ich, und der Opel Zafira Life, heißt der, glaube ich. Ja. Genau. Ja, ist alles das gleiche Auto, nur die Front ist anders, die Preise sind anders. Natürlich die Dienstleistungen sind ein bisschen unterschiedlich, die Ausstattungsvarianten sind ein bisschen unterschiedlich. Aber wir haben uns für den Citroën entschieden, weil ich hatte schon einen C5, einen DS3, als er noch Citroën hieß. Jetzt ist es eine eigene Automarke. Ich war sehr zufrieden, auch mit der Werkstatt da bei uns. Und der Preis war der beste. Wir hatten den besten Rabatt erhalten und so. Und ja, da haben wir uns für den Citroën entschieden und wirklich ein super Auto, auch zum Reisen, sehr ruhig. Ja. Ja, gut, wir haben auch die Business Lounge Edition, wo eben 7 Plätze, auch mit dem Tischchen dazwischen, wie ihr jetzt vielleicht sehen könnt, wenn ich jetzt noch einblenden kann. Und ja, ist halt ein spontanes Video, sorry, auch die Lautstärke hier, ja, ist nicht ganz so angenehm, aber ja, wir machen das Beste daraus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und die anderen Videos, ebenso vom Solarpanel Nummer 100 und so weiter, werde ich oben verlinken. Da könnt ihr darauf zugreifen, falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt und nochmal schauen wollt. Und ja, da muss ich schnell die Hand wechseln, denn da bleibt es nur einzusagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.